Me in Juderin, Ausgabe 2. Schwölfmünde, das Format, und ihr hier in Schwerin, Haus am See. Ja, bei dem Wetter, das macht Riesenspaß. Ich kann mir nicht vorstellen, überhaupt 12 Minuten zu füllen. Am Ende hat es, glaube ich, gerade so gereicht. Und ich bin eigentlich froh, dass viele Fragen auch kamen, dass wir auch die Antwort 12 Minuten ausfüllen konnten. Fußball an sich ist natürlich ein riesenspannendes Thema. Jeder will natürlich an der Seite mitkicken, jeder will irgendwie auch mitreden. Unterschiedliche Themen, die man erstmal auch anders bewerten muss. Vom einen eher so ein Thema Fußball sehr kommerziell, dann zum Thema, wie unterstütze ich Afrika. Ich fand diesen großen Sprung super interessant und ja, komme auf jeden Fall wieder. Das Thema ging schon unter die Haut und ich kriege nicht nur bei manchen Talenten von mir, wenn ich über die spreche, Gänsehaut, sondern auch bei Klaus. Außergewöhnlicher Typ, außergewöhnlicher Vortrag und Riesen-Message. Wenn Leute was wollen, wenn Leute Ehrgeiz entwickeln, wenn Leute sich Ziele formulieren und dann auf jemanden treffen, der sie ein Stück dabei begleitet, dann ist das eine Chance, dass sich die Potenziale auch wirklich entfalten, egal ob es um Fußball geht oder um Körbeflechten oder um Nähen. Also du lernst ein neues Format kennen, du lernst neue Menschen kennen und ich war sicher, dass die ihr einladet, eine Message haben. Und das war ja auch so. Die Speaker waren genial, jeder auf seine Art und Weise. Das Publikum hat super mitgemacht. Lecker Bratwurst auf dem Grill, bisschen Networking machen wir jetzt noch. Also ich bin zufrieden und freue mich aufs nächste Mal, auf die dritte Session im September am 6.9. und hoffe, da gibt es wieder ein volles Haus.